Da vorne ist übrigens der Penny, der Penny an der Resi. Okay. Ja, willst du dazu auch eine Anekdote raushauen? Falls ihr es gesehen habt, ich habe die E-Mail vom Fatih, die er mir geschrieben hat, geteilt, wo er sich bedankt hat für eure ganzen lieben Grüße, weil wir beim Arzt gewesen sind. La 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 la. La 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 la. Herzlich willkommen zu einem weiteren Männervlog bei mir auf dem Kanal. Hallo. Hallo. Die Mira ist am Start, denn am Stisselbösel. Wir sind nämlich auf dem Weg wohin? Zahnarzt. Genau. Ihr hattet es ja im Vlog von der Mira gesehen, dass wir beim Zahnarzt waren und ich weiß mich sehr, sehr frustriert. Ah, auf dem See. Wir sind hier beim. Nein! Oh, ey, das machen wir jetzt immer so. Immer wenn Müll auf der Straße liegt, fragen wir uns immer gegenseitig, hey, willst du das haben und so? Brauchst du noch eine Couch? Und ja, ich wollte sagen, wir waren beim letzten Mal ja zum Zahnarzt gefahren. Das war bei dir im Video. Da habe ich aber vergessen, die Handyaufnahme rechtzeitig online zu schicken. Und da hat man gar nicht gesehen, wie der Zahnarzt von draußen aussieht. Und da hast du gesagt, nee, scheiße ich jetzt drauf. Habe ich keinen Bock mehr, das einzuschneiden. Ja. War auch nicht wichtig fürs Video. Nee, war es auch nicht wichtig, aber... ich habe aber nur eine Zahnreinigung, ja. Genau. Und ja, danach bin ich erstmal für die nächsten 5,5 Monate safe. Das ist richtig. Und es muss nichts gemacht werden. Und wie du ja schon gesagt hattest... Mal gucken, ob sie unter dem Dilemma, wenn sie das alles entfernen, den Zahnstein, ob sie da doch was finden. Machen, meinst du? Nein. Es ist alles in Ordnung. Heute kriege ich die Zähne gereinigt, weil ich zu viel Zahnstein habe. Und dann ist alles wieder fresh. Bist du jetzt immer noch Linkskauer oder Rechtskauer oder was war das? Ich bin Linkskauer. Linkskauer, ja. Genau. Da vorne ist übrigens der Penny, der Penny an der Resi. Okay. Ja, willst du dazu auch eine Anekdote raushauen? Na, ich habe da einen Monat gearbeitet. Genau, beim Penny an der Resi da vorne, da hat die Mira einen Monat lang gearbeitet. Und nach 2 Wochen habe ich die Kündigung eingereicht. Ey, es ist das Klientel hier. Ich glaube, das können manche Leute nachvollziehen, aber da vorne ist der U-Bahnhof, Residenzstraße. Und von dort aus kommen auch immer die Penner und die Säufer abends zu dem. Ey, ich meine, so man sitzt an der Kasse oder man redet mit den Menschen, so normalerweise ist mir das auch völlig egal. Ne? Aber die haben so eine aggressive Art und Weise manchmal, wenn irgendwas nicht da ist oder richtig die unangenehm denken, dass sie das irgendwie Anspruch drauf hätten, was aber nicht der Fall ist, so, dass die Leute so aggressiv sind. Wisst ihr, was ich meine? Und ich bin so ein Mädchen, ich konnte das nicht. Ja, kann ich nachvollziehen. So, wir sind angekommen. Hier ist der Zahnarzt, die Sante, unser neuer Zahnarzt. Sieht auch gut aus. Und jetzt muss ich die Kamera ausmachen, weil ich darf nicht in der Zahnarztklinik darf ich nicht filmen. Aber wir sehen uns dann gleich wieder. So, Mira ist jetzt beim Zahnarzt drin. Sie kriegt jetzt, wie gesagt, ihre professionelle Zahnreinigung. Das wird bei ihr jetzt ungefähr eine Stunde dauern. In der Zwischenzeit werde ich jetzt mit dem Auto in Richtung, Waschanlage fahren. Das Auto muss gewaschen werden, wir müssen noch tanken. Das werden wir jetzt als nächstes machen. Ich muss erstmal gucken, wo wir sind, dass hier keiner kommt, dass ich nirgendwo gegenfahre. Und ja, ich wollte natürlich halt auch so ein bisschen jetzt nochmal ausführen und mich bedanken mit den Kommentaren unter dem letzten Video. Falls ihr es gesehen habt, ich habe die E-Mail vom Fatih, die er mir geschrieben hat, geteilt, wo er sich bedankt hat für eure ganzen lieben Grüße, weil wir beim Arzt gewesen sind und so weiter, als es halt so mit dem Arzttermin mit seinem Bein und wo wir dann noch bei Chibo gewesen sind und beim Asia-Essen-Dingsy-Dongsy. Und ja, was soll ich sagen? Es ist halt so, dass der Fatih natürlich sehr, 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 sehr dankbar für die gesamte Situation ist. Und ihr habt es ja vielleicht auch im Video gesehen. Er möchte halt ungerne diese ganzen Sachen, diese Fahrten, das mit den Ärzten, das mit den Dingen, die halt gemacht werden müssen für seine Gesundheit, die möchte er ungern mit dem Pflegedienst machen. Er hat es ja schon mal eine Zeit lang probiert. Wir haben ja 3-4 Monate das alles über den Pflegedienst machen lassen, um das zu testen. Und das hat halt nicht geklappt, weil Fatih halt häufig mit den fremden Menschen nicht so gut zurechtkommt. Und deswegen mache ich das natürlich halt auch. Und ich habe den Fatih ganz besonders auch lieb und hoffe natürlich, dass wir jetzt nochmal, auch wenn er jetzt nächste Woche den Termin beim Krankenhaus hat, wegen der Durchblutung im linken Bein, also für die Leute, die es gesehen haben, ich hoffe, es haben sich nicht zu viele erschreckt. Ich hatte extra einen Disclaimer reingemacht, dass man halt, wenn man Bilder von so einem offenen, wie das offene Bein halt nicht sehen möchte, dass man das wegklickt. Und ich hoffe, das haben auch einige genutzt, ja, also deswegen, ich
ich versuche das immer so gut wie möglich in den Videos zu gestalten, dass es halt für euch erstens spannend und cool ist, dass ihr halt auch was seht und nicht nur, also ich meine, so Daily Vlogs sind halt nicht so das Spannendste, weil man macht ja das, was man am Alltag so macht. Aber natürlich kommt dazu halt auch noch, dass wir halt Dinge zeigen können, die halt unser Leben betreffen. Wir wollen ja auch immer nur das zeigen, was wir halt wirklich wollen. Dann natürlich alternativ möchte ich nochmal mich bei euch bedanken für, ich weiß jetzt nicht, ob auch hier vom Vlog-Kanal das schon einige gemacht haben, aber mein Computerkanal läuft wirklich aktuell sehr, 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 sehr gut. Ich habe jetzt in den ersten 2 Monaten dieses Jahres fast 300 Abonnenten gemacht. Ich bin ja letztes Jahr im Dezember knapp über die 1000 gekommen und da hatte ich ja auch mein 1000-Abo-Special auf YouTube gefeiert mit meinem Computerkanal. Und jetzt sind wir fast bei 1300 angekommen und da möchte ich auch nochmal Danke sagen, weil das extrem krass ist. Und ich freue mich halt auch, wenn ich Leuten mit meinen Inhalten zum Thema Computertechnik und auch vielleicht meinen Gaming-Inhalten eine Freude bereite, die entertaine und ihr da Spaß dran habt oder euch einfach nur geholfen ist. Wo wir aber gerade beim Thema Computer sind, wurde ich ja jetzt auch schon wieder mehrfach gefragt über Instagram und auch jetzt in den Livestreams bei Mira, auch auf dem Kochkanal. Ihr seht ja, wir machen wirklich sehr, sehr viel mit Social Media und vielleicht nochmal zur Erinnerung, wir haben das Ganze ja natürlich auch als Nebengewerbe angemeldet. Bei mir ist aber immer wieder gefragt worden, du Ozok, wie sieht es denn jetzt eigentlich mit einer neuen Arbeit aus bei dir? Und da ist es leider aktuell so, dass ich viele Ablehnungen bekommen habe. Ich hoffe, da vorne ist gleich eine rote Ampel, dass ich einfach mal was vorlesen kann, weil ich habe das, ansonsten fahre ich jetzt gleich einfach mal rechts ran und dann lese ich euch das vor. Ich habe natürlich weitere Bewerbungen geschrieben für verschiedene Firmen, der eine gemeinnützige e.V., der einen Computerbetreuer gesucht hat, die haben mich leider abgelehnt, weil sie eine Mitbewerberin reingenommen haben in das Portfolio, die sozusagen die gleichen Voraussetzungen hat. Und ihr kennt das ja, in Berlin gibt es ja diese Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsgesetze. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber in Berlin, wenn jemand mit einer gleichen Qualifikation zur Verfügung steht, dann muss zuerst der Behinderte genommen werden und danach dann eine Frau. Und erst an dritter Stelle kommt dann halt ein Mann in die Position. Und die haben sich halt für eine Frau entschieden, die Position genommen hatte. Dann habe ich mich noch bei anderen Firmen beworben, bei Provec International beispielsweise. Da habe ich eine Online-Bewerbung abgeschrieben und da hat mir dann die Frau Romagna geantwortet. Sehr geehrter Maurer, vielen Dank für Ihre Bewerbung. Wir freuen uns sehr, dass Sie ja Interesse an unserem Unternehmen haben. Leider haben wir aktuell keine passenden Informationen. Ihr Profil ist sehr interessant. Leider bieten wir Ihnen aktuell keine Halbtagsstellen an, die 10 Wochenstunden weniger sind als der Normalbereich. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und wünschen Ihnen noch viel Erfolg bei weiteren Bewerbungen. Also ich habe, wie gesagt, zahlreiche Bewerbungen abgeschickt zu verschiedenen Firmen, habe aber leider noch nichts im Bereich halt Halbtags gefunden. Das ist leider sehr, sehr schade. Weil natürlich ist die Situation mit dem Fati halt so, dass ich für den in der Woche 12 Stunden da bin. Das heißt, ja, dreimal die Woche fahre ich ja zu ihm hin. Ich filme das natürlich nicht jedes Mal, das wisst ihr auch. Und wir gucken natürlich halt, dass der Fati halt genug Zeit hat, dass ich mich um seine Einkäufe kümmere, dass ich mich um seinen Haushalt kümmere, dass ich mich um die Sachen mit den Ärzten kümmere, dass ich halt Termine vereinbare, dass ich Fahrten für ihn unternehme. Ich meine so, die Fahrt jetzt zum Beispiel, als wir jetzt beim Arzt gewesen sind für sein Bein, das hat halt auch 5 Stunden gedauert. Ja, wir haben am Anfang 2 Stunden gebraucht, um fertig zu machen, um dann zum Arzt hinzufahren. Dann hat es eine Dreiviertelstunde, Stunde beim Arzt gebraucht, bis er fertig war. Er musste ja auch neu verbunden werden an den Beinen und dann hat es ja nochmal 2 Stunden gedauert, also bis wir dann wieder zu Hause waren, nach dem Kaffee trinken und nach dem Cappuccino, was ich ja, oder nach dem Essen, was ich ja auch als, wie nennt man denn sowas? Das ist ja Teilhabe am Leben. Man leistet ja sozusagen Teilhabe für den zu Pflegenden, wenn man das jetzt mal ganz objektiv betrachtet. Und da kommt man natürlich dann halt auf gewisse Stunden und deswegen kommt für mich aktuell halt auch keine Vollzeitarbeit in Frage. Ich habe natürlich jetzt geguckt schon, es gibt auch viele Stellen, die momentan volltags anbieten, aber vielleicht kann man sich dort bewerben und dann das Ganze ein bisschen runterschrauben, dass man dann sagt, okay, man macht halt keine 38 Stunden oder 36 Stunden, sondern man macht dann nur 32 Stunden die Woche.
Und mein Bewerbungsprozess läuft soweit weiter. Ich habe auch mit der Mira gestern zusammen, wir haben nochmal geguckt, so, was sind so Angebote, die jetzt gerade wieder neu reingeflogen sind. Die haben uns angeschaut und ich werde mich da auch natürlich weiterhin bewerben. Und, aber natürlich ist es halt so, dass ich das Ganze nicht beschleunigen kann, sondern immer nur weiter schreiben kann. Und wie gesagt, die Bewerbung, die mir jetzt abgesagt wurde im Anfang März, also Ende Februar, Anfang März, habe ich ja die Absage von der einen Firma bekommen. Bei denen habe ich nochmal nachgeguckt. Da hatte ich mich online über deren Webseite am 14.12. beworben. Also ihr seht, diese Bewerbungsprozesse, wenn man da was abgeschickt hat und eine Rückmeldung bekommt, dann kann das halt auch mal 2 Monate dauern, bis man da überhaupt eine Absage bekommt. Manchmal bekommt man gar nichts und das ist natürlich halt auch relativ scheiße. Ja, so viel aber erstmal zu der Situation. Das wollte ich nochmal kurz mit euch besprechen, dass ihr halt so auf dem aktuellen Stand seid. Und jetzt fahren wir halt weiter zur Waschanlage. Wir sind jetzt wieder angekommen bei Clean Car, meinem Autowaschcenter in Weißensee. Und vergesst nicht, immer dienstags und mittwochs ist Express- und Superwaschen für jetzt mittlerweile, ich glaube 15 Euro. Es hat mal 10 gekostet, dann mal 12, jetzt 15 Euro. Aber es ist die Platinpflege und man spart dabei. Ich habe auch noch so eine richtig coole Clean Car Karte. Das ist richtig nice. Finde ich sehr, sehr gut. Und ja, ich nehme euch natürlich wieder mit. Ich mache jetzt eine Zeitraffer für euch an. Und dann könnt ihr euch wieder das richtig saubere Autopflegen anschauen. Da freue ich mich drauf. Miras auch da. Also. Auch wenn es so aussieht, aber es ist Osok hat gekocht. Ich rühre nur kurz um. Ja genau, wir müssen noch mal bis Nudeln fertig sind. Das ist nämlich Hähnchen mit Pulled Pork und Gemüse und Currysoße. Es ist Fleisch mit Fleisch. Ja, ja, das ist sehr, sehr lecker. Da freue ich mich drauf. Ja, ja, erzähl mal, wie war es denn beim Zahnarzt? Also, Fresse ist wieder sauber. Ja, ich habe die saubersten Zähnchen heute von uns allen. Ja. Das sieht sehr gut aus. Nee, so, ist wirklich gut. Sie hat den ganzen Zahnstein weggekriegt. Sie hat ein bisschen gemeckert, denn ich habe so eine Zahnfleischentzündung. Es blutet nicht beim Zähneputzen, deswegen mich stört es eigentlich gar nicht. Aber es tat halt schon ein bisschen weh, ne? Weil sie natürlich auch da rangegangen ist mit ihren Instrumenten. Aber jetzt ist die Schnute wieder sauber, hat eine Dreiviertelstunde gedauert, kostet 101 Euro, 105, keine Ahnung, zahlt eh die Versicherung, bei mir ist wurscht. Und ja, ich habe in 6 Monaten wieder einen Termin. Erst zur Reinigung und wenn es alles sauber ist, dann zum Zahnarzt. Ja, und dann müssen wir mal gucken. Und ja, sie hat gesagt, so mindestens jeden zweiten Tag Zahnseide. Das mache ich schon fast. Also nicht jeden zweiten Tag, ne? Und sie sagt dann auch Mundspülung. Ich soll mir noch spezielle Mundspülung kaufen, aber wir hatten jetzt eine gegen Parodontose gekauft. Genau. Ja, das ist schon gut. Zahnbürste sagt sie, soll ich eine mittlere nehmen statt eine weiche? Und ja, mehr kann man nicht machen. Ja, deswegen, aber das heißt, du bist soweit fertig mit dem Zahndingsi? Ey, Rückfahrt war aber auch jetzt hier. Ich hab dich. Osok wollte mich eigentlich abholen. Und ja, ich bin nach Hause gelaufen, was soll ich sagen? Na, ne? Die erste Hälfte, du warst am S-Bahnhof Wilhelmsruh vorne. Das ist die Hälfte, das ist ja wohl schon okay, 3/4 des Weges. Zwei Drittel. Ich hab's versucht, aber ey, die haben gesagt, eine Stunde dauert's und nach 43 Minuten war sie fertig. Da kann ich. 48. Naja, okay, du hast um 48 geschrieben, aber ich hab aufs Handy geguckt, da kamen gerade die Smileys. Da hast du Aua-Aua-Smiley mir geschickt gehabt. Da war ich fast fertig, ja. Genau. Deswegen. Und ich bin dann auch so schnell wie möglich zurückgefahren. Ich wollte dich auch eilen, aber du hast dann gesagt, du willst dann die 3 Meter nicht mehr mitlaufen. Das ist richtig. Ja. Fahren. Ja, mit, genau. Ich wollte die letzten 3 Meter nicht mehr mitfahren. Ist er einfach weitergelaufen. Bin ich stur gelaufen. Bin ich nach vorne gefahren, habe mein Auto abgestellt, habe den Schlüssel gebracht und wieder zurück zum Auto gelaufen und wieder weitergefahren. Weil ich muss noch einen Parkplatz suchen. Das hast du von dir aus gemacht. Ja, ich weiß. Weil ich das, eigentlich wollte ich ja, dass du einsteigst, aber konnte ich ja jetzt nichts dran ändern. Aber das Auto ist wieder sauber. Wie findest du das? Ja, hübsch. Ja, sieht gut aus.
Wir haben es auch ganz gut hinbekommen. Ich muss sagen, das mit dem Essen hat jetzt auch gut geklappt. Wir haben die Küche eigentlich nicht so krass versaut heute. Eigentlich ich sogar. Ich habe Kartoffeln mit Rosenkohl gegessen. Genau, von, wo war das der Rosenkohl her? Vom, vom Markttag Samstag. Genau, vom Markttag. Und, und die Kartoffeln waren von Querfeld. Genau, deswegen. Also, ihr müsst noch einige Videos auf Colinas Küche nachgucken, wo wir immer kleinere Sachen gekauft haben, weil es ist noch nicht alles online. Aber Chandler, ich habe ja gesehen, dass du unsere Einkäufe verfolgst und dass du das gut findest. Ja, das finde ich auch. Also deswegen, Dankeschön dafür, dass du mir das nochmal im Teamspeak gesagt hast. Freue ich mich sehr drüber. Und nicht vergessen, Daumen nach oben geben. Hast du ja gesagt, wenn du das Video anguckst, gibst du auch einen Daumen nach oben. Ja, hier ist nochmal die Erinnerung an das dich. Für alle eigentlich. Und ja? An alle anderen, genau. Übertrieben gut. Ja, willst du noch irgendwelche Neuigkeiten erzählen oder das Video beenden? Nee, ich würde jetzt an dieser Stelle das Video beenden. Ich wollte jetzt noch gleich, ihr seht, es ist strahlender Sonnenschein draußen, um See laufen. Ich wollte jetzt noch ein Update zum Thema YouTube-Monetarisierung für meinen Hauptkanal machen. Das wollte ich schon seit einer Woche machen, habe ich aber noch nicht gemacht. Ich habe aber auch heute erst die Information von Google AdSense bekommen. Habe ich vorhin per E-Mail bekommen. Bitte überprüfen Sie Ihre Google AdSense-Information. Und ja, das werde ich natürlich machen. Und dann schauen wir natürlich, wie es weitergeht. Aber ansonsten war es das dann soweit für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt die Situation ja soweit mitbekommen. Mal gucken, wann ich mal wieder ein Video mit dem Fatih mache. Weil vielleicht kommt die Mira dann auch mit. Vielleicht kochen wir wieder oder backen für den Fatih einen Kuchen oder sowas. Können wir ja auch machen, wenn er sich darüber freut. Wenn er das möchte. Er muss halt auch mal sagen, was er will. Das ist halt das Wichtige. Ja. So wie es halt immer ist. Ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn es dem so ist, gerne, wie gesagt, einen Daumen nach oben da lassen. Vergesst nicht, falls ihr das erste Mal auf dem Kanal seid, abonnieren. Den Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Und ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder. Stay real. Bis dann, euer Ozok. Ciao. Tschüss. Tschüss.